Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Motorsport Manager. Ja, wir sind jetzt hier gewesen und haben hier die Teileverbesserung angeschoben. Wir können hier nochmal ganz kurz zum Bildschirm gehen, den hier. Fahrermäßig, schaut euch das mal an, wo wir da sind. Besten in der Meisterschaft und Durchschnitt aller Teams. Also das ist schon krass. Fahrermäßig müssen wir uns nächste Saison wahrscheinlich verbessern. Wir müssen mal gucken. Anthony hat natürlich jetzt ein super Ergebnis eingefahren. Ja, wir werden das von den nächsten Rennen so ein bisschen abhängig machen. Und geldmäßig, wie gesagt, läuft es ja. Teilemäßig können wir nichts machen. Und das ist Yokohama, die B-Variante. Wie gesagt, die A-Variante war es, glaube ich, A. Ich glaube, A hatten wir eben, ne? Die war schon ganz gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt hält. Und das sieht schon fast nach der Originalvariante aus. Da ist übrigens auch das Riesenrad, was an der Strecke steht. Obwohl, nee, so die Original ist auch nicht. Unten ist verkürzt, sehr verwinkelt. Die Löffelkurve fahren wir nicht mehr. Ja, das runde Fahrverhalten ist damit weg. Schade. Ich finde, das hat die Strecke ausgemacht. Ja, wir werden jetzt Training fahren und qualifizieren und wenn wir es schaffen, den Start sogar hier noch mitnehmen in der Aufnahme. Da werden wir mal gucken, wie wir vorankommen. So. Die Ladezeiten. Aufnahme läuft noch. Gerade nochmal nachguckt, dann stoppt er auch. Wollte nur mal gucken, weil die Aufnahme schon ziemlich lang geht und ich gerade auch ein bisschen AFK war. Also wer sich jetzt fragt, was AFK ist, away from the keyboard, also weg von den Tasten sozusagen. Und ich habe die Aufnahme halt laufen lassen und wollte gucken, ob da noch alles läuft. Ja. Und wir gucken mal, wettermäßig ja, wieder mal durchwachsen. Feedback 14, also das bei Gomez läuft es. So, und was wir machen können ist, wenn wir hier nochmal zurückgehen, Yokohama Variante B. Hier steht es. Und die haben wir, haben doch alles hier. Es gibt es ja nicht, dass wir was nicht haben. Yokohama B. Hört sich doch gut an. Kann man mal nehmen. Fahrverhalten ist noch nicht perfekt. Also irgendwie stimmt da ja was nicht. Was war denn das für ein Setup? Haben wir da ein anderes? Das ist ja Yokohama. Wir gucken mal. Hier komm, dann löschen wir das auch gleich. Das bringt uns gar nichts. Das ist Schrott. So. Ja, es hat ein bisschen Sucherei, wie gesagt. Yokohama A. Das ist optimierungswürdig, aber das liegt natürlich nicht an mir. Yokohama A. Da haben wir ziemlich viele von. Ich muss das mal irgendwann aussortieren. Irgendwann, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Wobei es sich auch nicht lohnt, das zu machen, weil man kommt da so schon recht schnell durch. Ja, ich glaube, dann haben wir keinen Yokohama A. Dann müssen wir ein Setup rausfahren. Bringt nichts. Ja, wir gucken mal. Wir lassen das einfach mal so. Und gucken mal, was passiert. So, gleiches hier. Wie gesagt, Yokohama A gab es nicht. Ich weiß. B, Entschuldigung. Ich gehe trotzdem noch einmal hochgucken, in der Hoffnung... Alles Yokohama A. Und auch die Beschriftung habe ich damals noch nicht so intelligent gemacht. Jetzt hier mit den Prozenten. Ah, hier haben wir nochmal Yokohama B. Da sieht das dann schon besser aus. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Sieht alles im grünen Bereich aus. Ich glaube, wir können es mal probieren. Wir probieren es mal und schauen mal, was uns die Fahrer für ein Feedback geben. So, zuerst darf Anthony raus, weil sie hat sich als die bessere Fahrerin erwiesen. Und dann darf jetzt auch
Gomez raus. Ein bisschen Abstand will ich immer haben. Ja, wir haben hier so ein bisschen den Zwischt, 15 Sekunden. Ganz ehrlich, komm, da mach du dein Qualifying-Ding. Das ist auch okay. Dann hat Gomez sogar den Vorteil, schneller zu sein. Und wir müssen diesen Qualifying-Modus ja auch ein bisschen erforschen bei 25 Minuten. Und ja, wer sich fragt, warum ich nicht immer mehr auf Qualifying gehe, ich bin der Meinung, dass Rennen mehr einen Vorteil bringt. Also, dass mir das mehr bringt, als, ja, als aufs Qualifying zu setzen. Wir machen das jetzt gerade nur mal, um zu gucken, was möglich ist. Aber ich würde es noch nicht überbewerten. Ja, Anthony hat ein bisschen mehr Reifenverschleiß, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal. Anthony fährt Bestzeit. Gomez ist schneller. Es liegt aber daran, dass Gomez natürlich viel weniger Benzin an Bord hat. Für 1,5 Runden und dafür 4,5 Runden. Ah, Anthony, und da ist Gomez minimal schneller. Also Anthony ist gar nicht so viel langsamer, trotz deutlich mehr Treibstoff. Ja, und am Ende ist sie sogar ein paar Tausendstel, nämlich 8.000stel, 7.000stel schneller. Ja, und die anderen fahren auf 2, aber Negro ist natürlich... Ach, es ist nicht ganz so einfach. Barrichello fährt jetzt mit 10.000stel auf 1. Was macht Anthony? Anthony sollte die Runde noch zu Ende fahren. Ja, reicht aber nicht mehr zur Verbesserung. Viel zu langsam. Und das ist hier sehr zufriedenstellend. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist ja Wahnsinn. Bekommt Intermediates. Ja, bekommt Intermediates und darf damit raus. 94% ist jetzt auch nicht so verkehrt, muss man halt auch mal sagen, weil wir müssen natürlich auch mit einem halbwegs vernünftigen Setup irgendwie leben, denn sonst geht uns Trainingszeit verloren und die ist ja doch auch recht wichtig. Salacquada war lila im ersten Sektor, aber dann kam der Regen. Anthony kommt, oh, Anthony sollte in die Box, ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, wie Anthonys Werte aussehen. Und dann speichern wir auch die Setups, wenn die gut sind. Oh, hier ist es nicht so gut. Die Frage ist, zu viel Geschwindigkeit oder zu wenig? Da bin ich mir nicht sicher. Ich würde ja sagen, man braucht ein bisschen weniger. Ich weiß es aber auch nicht. Vielleicht braucht man hier auch mehr. Wir werden es rausfinden. Ja, und es stellt sich die Frage, das sind alles Sekunden, die verloren gehen. Wir lassen es erstmal so. Wir wollen jetzt erstmal rausfinden, ist das der richtige Weg, ja oder nein? Ich habe mir das hier nämlich nicht gemerkt. Und da fährt jetzt Gomez auf Platz 4 über Start- und Ziellinie. So, und dann kann hier ordentlich Information gesammelt werden. Ja, wir sind die Einzigen wieder mit Intermediates, wie letztes Mal. Und es geht hier nach vorn, sehr schön. Konzept funktioniert, Gomez ist zufrieden natürlich. Ja, 94% ist das Minimum, was man haben sollte. So, oben haben wir jetzt Qualifying-Modus 1. Sehr schön. So, Anthony fängt jetzt die Runde an. Aber wie gesagt, es werden hier keine Bestzeiten. Soll es auch gar nicht werden. Vielleicht kriegen wir Intermediate 1 hin für den Fall, dass es regnet. Wäre ja nicht so verkehrt. Komme schlechter vor als vorher. Okay, also ist in die falsche Richtung gegangen. So, Anthony muss dann nochmal nachjustiert werden. Ja, ich würde sagen, wir machen nichts weiter. Wir lassen das einfach so und es geht gleich wieder raus. Mit den gleichen Reifen.
nicht zu viele Reifen verschwenden. So, und dann fahren die jetzt so lang wie möglich, hoffentlich, naja, oder vielleicht auch nicht so lang wie möglich. Intermediate 1 kann ein Vorteil sein in Rennen, wenn es feucht wird. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Ja, Getriebe, wenn wir machen, Renntrim erst 1, das ist erschreckend wenig. Also Renntrim müssen wir gleich noch ein bisschen pushen. Den finde ich schon extrem wichtig. So, wir gucken mal aufs Wetter. Eine Runde fährt Anthony noch. Dann geht's auch für Anthony in die Box. So, und jetzt darf Anthony dann rein. Gomez kommt jetzt auch rein. Ja, wir könnten Qualifying 3 auch mal machen. Wäre auch mal interessant. Dann würden wir zumindest vorne starten. Wir müssen mal gucken. Kriegen wir die Reifen? Ne, kriegen wir nicht auf 2. Stufe 2 kriegen wir nicht hin. Das ist ja auch ärgerlich. Reicht ganz knapp, glaube ich, nicht. So, und jetzt ist hier schlecht. Das heißt, hier werden wir wieder umswitchen. Wir nutzen diese Konfiguration und gehen in die Richtung. Ja, und da müssen wir mal gucken. Ansonsten bleibt uns ja nicht viel zu machen. Qualifying Trim 2. Es ist echt die Frage, was wir machen wollen. Eher ins Qualifying oder ins Rennen gehen. Das ist halt die Krux an der Sache. Ja, und sage ich ja, Intermediates reicht ganz genau nicht um einen Balken, ein 1000. Ich finde es immer ein bisschen Schrott, aber gut, wir regen uns nicht auf. Ja, Qualifying Trim 2. Das ist ja nicht schlecht. Dann darfst du noch einmal raus, mindestens. So, und Anthony dann da. Und es soll auch wieder nass werden. Das heißt, Anthony wird jetzt so lang fahren, wie es irgendwie geht. Einfach um möglichst Reifenpraxis zu sammeln und Rennpraxis. Qualifying Trim 2. Ja, um mehr geht's dann halt nicht. Oder wir müssen Qualifying 3 versuchen und Rennen 2. Ich bin mir nicht sicher, was besser ist. Ja, fühlt sich besser an, hört sich auch gut an. Ja, und Anthony wird einfach nur draußen fahren. Wird nur fahren, fahren, fahren. Einfach, weil es am effektivsten ist. Ja, weiche Reifen 2, sehr schön. Wenn wir die noch auf 3 kriegen würden, das wäre cool. Ja, und jetzt purzeln die Bestzeiten natürlich. Nur Gomez hat sich nicht verbessert. Ja, und Anthony steckt im Verkehr. Ah, die hat natürlich Pech. Es sind alle noch mit Intermediate draußen. Da kann man das noch nicht so genau nehmen. Oh, hier in der Box ist die Frage, was machen wir? Komm, wir machen Qualifying. Komm, der darf Qualifying machen. Was willst du auch tun? Ich glaube, das ist das Einzige, was er auch kann.
Dann haben wir Rennen 2 und ich hoffe Qualifying 3. Das würde ich mir wünschen. Ja, und Anthony jetzt auf 1. Ja, Renntrim, sehr schön. Ja, und hier. Anthony wird nochmal in die Box kommen. Ja, und sie fährt nochmal die Bestzeit. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob sie liegen bleibt. Bin mir da gar nicht so sicher. Weil Benzin leer ist. Nö, man kann zu Ende fahren. Nur halt sehr langsam. Und wir gucken mal, Gomez nur 7. Aber zumindest die weichen Reifen haben wir fertig. Ja, und Gomez wird 2. am Ende. Ja, Qualifying kriegen wir hin. Rennen kriegen wir nicht mehr voll. Aber da haben wir zumindest Qualifying 3. Das ist ja auch okay. Und Rennen 2. Und Motor ist perfekt. Das heißt, wir speichern das jetzt auch. Denn dieses Setup ist ja schon wichtig. Es sind nur 94%. Ja, aber 94, ganz ehrlich, ist besser wie gar nichts. Das haben wir ja schon gelernt. Ja, und ich würde sagen, dann geht es nochmal auf den gebrauchten Intermediate raus. Kannst dann nochmal dich austoben. Denn den weichen Reifen haben wir auch durch. Ja, nee, Intermediate 2. Ja, und eine Runde gibt es hier noch für Anthony. Aber wie gesagt, Qualifying ist durch. Anthony kann hier auch nur noch auf Rennen gehen. Und Reifen wechseln. 17 Sekunden verliert Anthony. Ja, wenn man Glück hat, 2 Runden. Und ich meine natürlich Gomez und nicht Anthony. Ja, das verspricht ein spannendes Qualifying. Ja, das Training geht jetzt immer länger als gedacht, muss ich sagen. Weil man natürlich jetzt 25 Minuten hat. Und jetzt heißt es nur noch Erfahrung sammeln. Wir sind auf Platz 1 und 2, das wird uns keiner mehr nehmen. Es geht nur noch um die Erfahrung. Und Renntrim 3, boah, ich würde so viel dafür geben. Intermediate 3, ja, wäre auch nicht schlecht, aber Renntrim 3 ist wirklich wichtig. Und ich glaube, das schaffen wir sogar. Ich glaube, das schaffen wir. Das war ein mega Timing hier alles. Denn es dürften alle noch einmal über Start und Ziel kommen. Und damit sollte das reichen. Intermediate nicht. Aber Renntrim, das kriegen wir hin. Sehr gut. Jawohl. 17 Sekunden noch. Ja, mit Intermediate wird wieder ganz knapp nicht reichen. Aber das ist auch nicht so wichtig. Oh, der Renntrim wird auch. Ja, doch, das reicht. Oben haben wir die Balken auch. Ja, Renntrim haben wir jetzt. Sehr gut. Ja, damit haben wir das Wichtigste erreicht. Wie gesagt, Intermediate leider nicht. Wäre schön gewesen, fehlt wieder mal ein bisschen was. Aber es ist auch okay. Und wir können uns nicht beschweren. Mit Platz 1 und 2 sollten wir zufrieden sein. Das ist ganz ansehnlich und macht Hoffnung auf morgen. Und der Rückstand ist schon nicht unerheblich. Ja, wir müssen mal gucken. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Hoffe, dass ihr morgen wieder dabei seid. Es bleibt spannend und es regnet. Und da bin ich froh, dass wir Intermediate gepusht haben. Leider nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Und boah, das wird eine Herausforderung, wann man wie rausfährt. Also schaltet auf jeden Fall ein, seid dabei und ja, dann bis zum nächsten Teil, wo es dann Qualifying und Rennen gibt.